Endlich, die Fallzahlen in Deutschland sinken und Schritt für Schritt kehren wir zurück zur Normalität. Für diese Übergangszeit haben wir nicht nur einen und auch nicht nur zwei, sondern drei Tipps für euch, wie ihr diese gut meistert. Während der Pandemie gingen einige Gerichte auf Social Media viral, vor allem die Feta-Pasta auf TikTok. Wenn ihr das Rezept noch gesünder nachkochen wollt, dann nehmt einfach mehr Tomaten, denn diese enthalten viele Vitamine, und probiert doch mal Dinkel- oder Vollkornnudeln aus. Die machen länger satt und sind sehr ballaststoffreich. Fertiggerichte und Tiefkühlpizza sollte man vermeiden, aber ab und zu sind die natürlich auch mal okay. Auch in Zuckerfallen wie bei Smoothies sollte man im Supermarkt nicht treten und am besten regionales und frisches Obst und Gemüse kaufen oder auch mal die große Auswahl an pflanzlichen Milchalternativen testen. Monatelang vor verschlossenen Türen. Fitnessstudios und Sportvereine dürfen endlich wieder öffnen. Trotzdem haben viele Menschen das Sporteln zu Hause auch für sich entdeckt. Homeworkouts waren eine tolle Alternative, während des Lockdowns fit zu bleiben und sich auszupowern. Die Temperaturen werden immer sommerlicher. Wir können wieder rausgehen, die Natur genießen und spazieren. Den neuen Trend, der während Corona entstanden ist, sollten wir auch weiterhin beibehalten. Denn spazieren gehen wirkt stressreduzierend, die frische Luft sorgt für einen freien Kopf und in der Sonne können wir viel Vitamin D tanken. Trotzdem ist die Pandemie noch nicht vorbei. Die Maske bitte richtig aufsetzen und auch beim Sport genügend Abstand halten. Schon seit ein paar Wochen dürfen wir, meist ohne Quarantäneregelung, wieder reisen. Und auch immer mehr Menschen lassen sich gegen das Coronavirus impfen. Und obwohl wir uns darüber freuen, ging es einigen etwas zu schnell. Also lass dich nicht stressen und suche dir professionelle Hilfe, wenn du merkst, du schaffst es nicht alleine.